Hallo ihr Lieben, heute habe ich das Update meines Project Polish für den Monat Oktober für euch. Und ich würde sagen, wir fangen mit den schlechten Nachrichten an. Model of Duty von Annie habe ich gar nicht benutzt und deshalb werde ich ihn jetzt rausnehmen und wir vertagen das auf den Frühling mit diesem wunderschönen Pastell-Pfirsichton. Dann habe ich auch überhaupt nicht benutzt Bleach Babe von Sally Hansen. Da bin ich hier, wo ihr die gelbe Markierung sehen könnt. Und ich habe mir fest vorgenommen, den jetzt gerade Ende November oder im Dezember mehr zu benutzen. Außerdem habe ich gar nicht benutzt den von YouStar in der Farbe Nummer 11. Schade, aber ich denke, es ist immer noch eine schöne Herbstfarbe und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis es so richtig weihnachtlich wird. Ups, einen kleinen Fortschritt habe ich bei dem P2 So Cool gemacht, wie ihr sehen könnt. Den habe ich auch heute auf den Nägeln. Besonders viel Fortschritt ist es nicht, aber immerhin, und es ist wirklich ein super Nagellack. Ich hätte das nicht gedacht, zumal er, glaube ich, 2 oder 3 Jahre unterm Schrank lag. Also echt auch eine gute Performance, was die Trockenzeit betrifft und so weiter. Dann von Essence. Da habe ich auch einen guten Fortschritt gemacht. Letztes Mal war ich hier, jetzt bin ich da. Finde ich schon ziemlich gut für diese Nagellackfarbe. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es ein matter Nagellack ist. Und deshalb würde ich ihn gerne ohne Topcoat lassen, weil es ja irgendwie ein bisschen spezieller ist, wenn diese Farbe dann auch noch matt ist. Das Problem daran ist aber, dass er nicht so richtig fest wird, wie jetzt zum Beispiel dieser hier. Also auch nach ein paar Tagen oder nach einem halben Tag Trockenzeit kommen da super schnell Macken rein, wenn man keinen Topcoat drauf macht. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil dieses spezielle Matte hätte ich gerne genutzt dafür, aber es lohnt sich einfach überhaupt nicht, weil man sonst jeden Tag neu machen kann. Das war bei dem anderen von Essence, dem hellgelben. Ich glaube, der hieß irgendwie Love is in the Air. Bei dem war das überhaupt nicht so. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Dann von der eigenen Mischung habe ich auch ein bisschen was verbraucht, wie ihr sehen könnt. Da ist der Emerald Forest von NYX drin und der Base Coat von Manhattan. Und von dem Annie Mystic Rouge habe ich auch ein bisschen was verbraucht. Dafür, dass er so sehr alt ist, ist er eigentlich noch ziemlich okay, muss man sagen. Ja, und diesen Monat ist erstaunlicherweise sogar auch etwas leer geworden. Und zwar von P2, I Can't Get Enough. Das macht mich auf der einen Seite ziemlich happy, dass ich tatsächlich diesen Monat einen leer bekommen habe. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig, weil es war eine echt coole Farbe. Und ganz viele Leute haben gesagt, oh, das sieht voll cool aus. Ja, fand ich auch. War vielleicht ein bisschen viel so weiße Base. Also ich würde es mir noch mehr Richtung Ochsenblut wünschen, aber eine echt coole Farbe und ich glaube, das ist auch eine super Qualität zu einem guten Preis. Also er hielt irgendwie 3 Tage oder 4 bei normaler Beanspruchung und das ist schon ziemlich gut für einen günstigen Nagellack. So, ich werde diesen Monat keinen reinnehmen, weil jetzt noch 6 übrig sind und ich freue mich drauf, dann hoffentlich im nächsten Monat, wenn noch einer leer wird, einen Weihnachtsnagellack mit reinzunehmen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Braucht auch ein bisschen Nagellack auf. Vergesst eure Fußnägel nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao!